Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, ist, wir arbeiten genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn wir haben noch nicht alle Möglichkeiten jetzt ausgekostet, sage ich jetzt mal. Wir könnten theoretisch noch mehrere Sachen hier hinzufügen zu diesem Layout. Klar, das wäre jetzt nichts Neues, das könnt ihr wahrscheinlich selber, indem ihr hier einfach Import und dann Android.widget und dann eben das benutzt, was ihr hier gerne hättet. Einfach mal euch durchprobiert. Sowas wie Kalender View oder Checkable oder Checkbox oder sonst irgendwas. Wie man die ganzen Sachen dann ausliest, das zeige ich euch natürlich auch noch, kein Problem. Aber jetzt wollen wir erstmal noch eine zweite Komponente hier hinzufügen. Es hat nichts mit der Komponente zu tun, was so spannend ist, sondern eher damit, dass, wie ich schon gesagt habe, man kann hier in diesem Layout alle Sachen aneinander orientieren. Also wenn ich jetzt dieses Hello World hier oben stehen habe und dann ziehe ich mir noch einen Text dran, dann seht ihr hier, dieser kleine Pfeil, der ist hier anhand von dem Hello World orientiert und nicht anhand von der Bounding Box hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Hello World ziehe, so, dann verändert sich der Large Text mit, weil die relativ zueinander orientiert sind. Und das ist genau das, was dieses Relative Layout ausmacht. Und das kann man genau in Java auch hinbekommen, indem man die einander zuweist. Ja, und dazu brauchen wir natürlich erstmal noch ein zweites Widget. Ich nehme jetzt keine, upsala, ich nehme jetzt keine Textbox wieder, sondern ich nehme mal was anderes, damit ihr auch seht, wie man mit Buttons umgehen kann. Und deswegen importieren wir hier mal den Android Widget Button. So, jetzt müssen wir diesen Button natürlich noch irgendwie erstellen. Also hier haben wir dieses TextView, die wir erstellt haben, und dann erstellen wir hier oben drüber noch den Button. So, und diesen Button erzeugen wir wie jedes Mal auch. Button ist gleich new Button, und wie wir wissen, nimmt das Ding eine Activity, unsere Main Activity, um genau zu sein. Und so, jetzt können wir mit diesem Button arbeiten. Jetzt sollte der Button vielleicht noch irgendwas anzeigen. Button.setText wäre vielleicht eine Idee, wa? Nicht TextColor, Entschuldigung, setText. So, und jetzt können wir hier ja irgendwas noch machen. Ich werde jetzt hier direkt den Text setzen, denn ihr wisst ja, wie man das über die ID hinbekommt. Und hab ich ja schon öfters erklärt, warum man das macht. Ich werde diese App sicherlich nicht übersetzen wollen, deswegen gebe ich jetzt hier tatsächlich Text an. Click me. So, und was wir jetzt damit machen werden, ist, wir setzen auch diese ganzen Details für diesen Button, deswegen kopiere ich das einfach mal und sage hier natürlich nicht Textdetails, sondern Buttondetails und machen hier genauso Wrap Content wie immer. So, und jetzt sagen wir unterhalb von der Textview, die wir hier editiert bzw. erstellt haben, sagen wir einfach Buttondetails. Und dann sagen wir hier Punkt Add Rule, warum ich das unten drunter mache, weil ich mich auf die Textbox hier irgendwie beziehen möchte. Deswegen brauchen wir hier eben auch noch die Textview als Bezug. Und die kriegen wir erst hier unten drunter, weil oben drüber haben wir es noch gar nicht erstellt. So. Und ja, jetzt sagen wir, okay, wir brauchen wieder dieses Relative Layout Punkt. Und dann sagen wir, okay, wir wollen das Ganze da dran orientieren. Vielleicht wollen wir den Button einfach drüber haben, also above. So, und ja, dann wollen wir natürlich den Button über der Textbox haben. So, jetzt haben wir ein Problem. Wie adressieren wir die Textbox? Naja, wenn wir jetzt hier mal gucken, in der Add Rule, also wenn ich jetzt hier Steuerung Q drücke, dann bekomme ich das. Kleiner Hinweis für euch. Also Steuerung Q öffnet diese Hilfe. Int Verb bedeutet, wo hätten wir es gerne, und Int Anchor bedeutet, auf was beziehen wir uns. So, das heißt, ich kann nicht einfach eine View eingeben, also eine Textview zum Beispiel, wie jetzt hier TXT, das wirft mir einen Error, weil das weiß ja gar nicht, was es damit anfangen soll. Hier, Int wird erwartet, aber Android Widget TextView wird geliefert. Das funktioniert natürlich nicht. So, wir brauchen eine ID. Jetzt habe ich schon verraten. Das heißt, wir müssen von unserer TextView noch eine ID setzen. Total einfach. Einfach SetID benutzen und dann sagen wir hier, ja, 42. Warum nicht 42? 42 ist immer die Antwort.
Okay, so und jetzt sagen wir hier diese 42 da rein und schon passt die Sache. Gut, und jetzt haben wir das Ganze schon fast. Jetzt wollen wir das mal ausführen. Und doch bevor wir das machen können, müssen wir natürlich auch noch irgendwie diesen Button hier, diesem Relative Layout hinzufügen. Und deswegen sagen wir hier einfach rel wieder.addView und wir wollen logischerweise dann den Button hinzufügen, also Button, ja, Button. Und wir wollen natürlich auch noch diese Details hinzufügen, Button-Details, sodass wir hier genauere Informationen haben, wie der irgendwie angeordnet ist. So, und ich habe euch jetzt mal pausiert, weil das dauert ja immer so eine Zeit, bis es dann ausgeführt wird und das Ganze sieht dann so aus. Ja, jetzt haben wir natürlich den Button nur über diesem Hello World angeordnet. Ihr seht, das funktioniert auch. Wir können natürlich diesen Button hier nicht irgendwie. Also wir könnten ihn, wenn wir einfach nur sagen über, dann kann er auch hier oben sein, das ist ja immer noch über. Normalerweise wird er direkt drüber gesetzt und aber nicht mittig. Und das wollen wir jetzt natürlich noch nachreichen. Wir sagen hier einfach Button-Details, Punkt AddRule und sagen hier Relative Layout, Punkt Center Horizontal. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, dass das Ganze in der Mitte ist. So wie wir es gerne hätten. Ich habe euch wieder mal pausiert, nicht erschrecken. Ja. Gut, also so funktioniert der Button. Wenn ich den jetzt wie wild klicke, passiert da natürlich noch nichts, aber dazu werde ich dann gleich kommen. Das nennt sich dann Event Handling. Ja, was ich jetzt euch noch zeigen möchte, ist eine wichtige Technik, um irgendwie das Ganze auf Tablets und auf Handys irgendwie laufen zu lassen, also auf Smartphones. Auf Smartwatches wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wenn ich jetzt ein Tablet habe, das ist dann vielleicht so groß wie dieses ganze Ding hier, also von Main Activity bis hier unten, wo der Scrollbar aufhört. Und ein Handy ist vielleicht sowas wie von Override bis hier, wo jetzt meine Maus ist. Das Ganze muss natürlich dann irgendwie umgerechnet werden. Und ein Handy kann leider sehr unterschiedliche Auflösungen haben. Also meins hat, glaube ich, jetzt noch kein Full HD, aber einige andere Handys werden Full HD haben, die meisten Tablets, aber manche Handys haben dann vielleicht auch einfach nur, was weiß ich, 600 mal 800, was ein bisschen wenig wäre, aber okay, kann passieren. Und deswegen muss man das Ganze umrechnen. So, das Problem, was ich jetzt hier habe, also ich möchte zum Beispiel die Breite von meinem Button setzen. Das ist jetzt so ein Beispiel. Man kann es für Abstände benutzen, also das wäre dann Margin, heißt Abstand, oder Padding ist der andere Abstand. Ist gleich orientiert wie ein HTML, falls ihr da euch genauer informieren wollt. Normalerweise macht man, wie gesagt, dieses Layout in Activity Main XML. Ich habe das jetzt hier gemacht, damit ihr ein bisschen mit diesen Dingern vertraut werdet. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wir wollen das Ganze umrechnen. Und dazu gibt es eine Methode, also wie gesagt, diese setWidth-Methode, kann ich gerade mal machen. Hier button.setWidth. So, ja, jetzt habt ihr es gerade schon gesehen, hier kommen Pixel rein. Wenn ich jetzt hier allerdings Pixel reingebe, 200, dann ist es auf einem Full HD-Device deutlich weniger wie auf einem 600x800-Device. Und deswegen gibt es sogenannte Density Independent Pixels. Das heißt, es wird umgerechnet in DIP oder DP kurz genannt, DIP bzw. DP, wird eine gewisse Anzahl an Pixel umberechnet und dann bekommt jeder die gleiche, ja, die gleiche Anzahl an Pixeln. Und das muss man typecasten. Ja, die Methode nennt sich typed value. Hier, typed value wird automatisch importiert, nehme ich mal an. Ja, da oben seht ihr es. Typed value, so und dann apply dimension. Hier wird es gleich schon vorgeschlagen, wenn man diese Methode wirklich häufig braucht. Und dann wiederum typed value. Und hier sehen wir schon, was wir zur Auswahl haben. So, complex unit DIP, fraction, fraction parent, mask. Hier ist Pixel übrigens. Ja, wir wollen natürlich in density independent pixels umrechnen. Das wäre dann das, was irgendwie Sinn für uns macht. Und wenn ich jetzt hier sage, ich will, sagen wir, 100 Pixel Breite haben, für unseren Button ist es, glaube ich, was ich hier gesetzt habe, genau. So, und jetzt brauchen wir hier noch einen dritten Parameter. Das wäre dann, ja, warum tust du nichts? Ah, ich muss auf das hier gehen, natürlich.
Das wären die Display Metrics. So, Display Metrics bedeutet so viel wie, wie ist mein Display beschaffen? Also was hat es für eine Auflösung? Und das bekommen wir über this, also quasi über unsere Activity. Punkt get resources, also das braucht ihr nicht unbedingt schreiben, weil ihr ja natürlich in der Klasse drin seid. Aber ich schreibe das ganz gerne, denn so ist es eindeutiger. Get resources. Punkt. So, und jetzt hier einfach get display metrics. Und schon sind wir fertig. Ja, und jetzt wird einfach unsere Anzahl an 100 Pixeln wird umgerechnet auf eine Anzahl an Density Pixeln und es wird unabhängig von ja, von der Größe oder von der Auflösung des Displays angezeigt. So, hier ist natürlich dieser Fehler, weil es angenommen hat, dass es tatsächlich eine ID kriegt, also wie hier oben auch, so eine R.ID, bla bla bla, aber ich kann auch einfach eine Zahl übergeben, das funktioniert genauso. Okay. So, wenn ich das Ganze jetzt hier ausführe, dann werden wir sehen, dass es erstmal dauert. Und dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Das bedeutet einfach bloß, dass ich hier eine furchtbar schlechte Wahl getroffen habe mit meinen 100 Density Pixeln. Ich würde sagen, ich korrigiere das mal auf 500, dass wir ein bisschen was Extremeres sehen. So, jetzt läuft das immer noch. Nein, es läuft nicht. Gut. Okay, so, jetzt lädt es. Und wir sehen ja hier einen riesigen Button mit 500 Density Pixel, der wirklich über den ganzen Screen geht. Also wenn ich den klicke, sieht man das auch schön so floaten. Natürlich sieht man das jetzt von der Hintergrundfarbe nicht so gut. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, also dieser Button ist jetzt eben angepasst. Wenn ich jetzt das Ganze eben auf ein Tablet oder sowas Device ziehe, dann bekomme ich da eben ein angepasstes Layout. Und auf dem Tablet sieht der Button genauso fett aus wie hier auch. Alles klar. Dann habt ihr das auch mal kennengelernt. So, und ich würde sagen, das war's für dieses Mal und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.